Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport hier auf dem Pixelhängen-Kanal mit mir, dem Ray. Mit Update 7 kam Brands Hatch als neue Strecke mit ins Spiel dazu. Und in der heutigen Ausgabe schauen wir uns gleich beide Streckenvarianten in der guten alten First-Look-Manier ein wenig genauer an. Und den Beginn machen wir hier in diesem McLaren 620R auf der Grand Prix-Variante, was die längere der beiden ist. Die andere wäre dann noch die Indie-Version, die sicherlich die ein oder anderen alten DTM-Veteranen noch kennen. Aber das dann gleich zu gegebener Zeit. Jetzt schauen wir erst einmal, wie gesagt, auf die große Grand Prix-Variante, die wir ja nicht nur aus älteren Forza Motorsport-Teilen kennen, sondern auch natürlich aus anderen Rennspielen. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt umgesetzt wurde. Ich meine, viele Assets, das wissen wir mittlerweile, sind auch ja wirklich aus den alten Forza Motorsport-Teilen übernommen. Und es wird auch immer wieder gefragt, ja, warum sind dann diese Strecken nicht gleich zu Release mit drin gewesen? Halten die uns hier hin oder wollen sie uns hier quasi billigen Content ja irgendwie nur servieren? Also das nochmal zur Erklärung, und es gibt einfach aus technischer Sicht auch absolut Sinn. Durch die veränderte Fahrphysik haben sie oder sind sie dazu gezwungen, auch wirklich die Strecken neu zu bauen, gerade auf der physikalischen Seite. Insbesondere die Curbs sind ja komplett anders als in den vergangenen Forza-Teilen und dementsprechend kommen halt diese Strecken ja ein bisschen verzögert nach. Ich meine, bei der einen oder anderen Strecke hatte ich das Gefühl, dass auch ein bisschen mehr Arbeit reingeflossen ist und bei der einen oder anderen Strecke vielleicht auch ein bisschen weniger Arbeit reingeflossen ist im Vergleich zu den vergangenen Forza-Teilen. Wobei man sagen muss, das Niveau ist ja, ja weitestgehend gut. Ja, ich sage jetzt nicht sehr gut, aber ich sage jetzt mal gut. Und jetzt gucken wir einfach auch mal, wie es hier in Brands Hatch aussieht. Eine auf jeden Fall der ja, historischen, klassischen Strecken auf der Insel. Und meiner Meinung nach auch eine relativ geile Strecke. Also Brands Hatch fand ich eigentlich immer eine sehr, sehr coole Strecke, die auch durchaus gerade im ersten Abschnitt, den wir schon passiert haben, ja, auch sehr technisch sein kann. Aber insbesondere jetzt der Abschnitt, der hier kommt, gefällt mir richtig gut mit diesen schnelleren Kurven. Mal gucken, wie wir hier durchkommen. Wir haben auch eine leicht feuchte Strecke, wie wir das halt so kennen, ja, auf der Insel. Ich wollte das mal so ein bisschen authentisch machen. Und ja, wir fahren hier den McLaren tatsächlich auch Stock. Also ich habe hier jetzt gar nichts eingestellt. Aber ich dachte mir, der 620R sollte auch in der Serie ganz gut performen können. Ja, wir werden uns sicherlich ja, im Anschluss des Videos auch nochmal ein kleines Rennen gönnen gegen die leider immer noch nicht wirklich geilen drei Vatare, aber ein bisschen Renn-Action kriegen wir da, denke ich, trotzdem hin. Und ja, so mein erster Eindruck ist, dass Brands Hatch auf jeden Fall ja, sehr gut umgesetzt wurde. Also ich habe zumindest mal jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwas nicht passt. Boxengasse müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen gesondert drauf schauen nach dem Fiasko von Daytona, was aber ja relativ schnell gefixt wurde. Aber ich glaube, das sieht erstmal alles so auf den ersten Blick ganz gut aus. Okay, ich bin mal gespannt. Ja, die Kurve hier, die so abbaut, man sieht es hier schon leicht, wie ich hier rausrutsche, ist, glaube ich, auch fast die schwierigste auf der ganzen Strecke. Aber auch dann das Anbremsen in die Haarnadel, die jetzt hier als nächstes kommt, ist alles andere als einfach. Also wie gesagt, gerade der Abschnitt hier, upsala, ist schon technisch sehr anspruchsvoll. Und ich glaube, das wird ja auch den einen oder anderen vielleicht von euch von der Herausforderung stellen. Ich bin auch mal gespannt, wie weit wir hier rausfahren dürfen. Normalerweise wird hier ziemlich viel quasi off-track genutzt. Ja, und die Indie-Variante, die würde dann jetzt hier einfach rechts lang führen und dann wären wir schon wieder zurück. Die ist relativ kurz, da gucken wir auch gleich mal nur ganz kurz rein. Ich würde sagen, ich setze mich jetzt mal wieder hier richtig rein ins Fahrzeug und versuche hier ein bisschen mehr Gas zu geben. Ich glaube, wenn man sich eine Strecke anguckt, ist die Umgebung natürlich das eine. Die, wie ich finde, jetzt gerade bei diesen Wetterbedingungen ganz gut und authentisch aussieht. Aber zu einem Streckenreview, sag ich jetzt mal, oder First Look besser gesagt, gehört auch ein bisschen zu versuchen, am Limit zu fahren. Gerade wichtig halt, wie gut kann man die Curbs hier attackieren. Ich habe es ja gerade gesagt, mit der neuen Forza Tech Engine sind insbesondere die Curbs in der Regel besser befahrbar, authentischer befahrbar. Und genau das wollen wir jetzt aber auch testen, ob das so ist, weil Curbs wirst du hier attackieren müssen auf der Strecke. Aber ich finde, Brands Hatch ist
sehr gut umgesetzt. So jetzt von meinem Eindruck her. Aber da könnt ihr ja gerne auch eure Erfahrungswerte schildern. Vielleicht seid ihr ja auch der Brands Hatch Experte und sagt, ne, das ist hier und da komplett falsch. Das darf so gar nicht sein. Dann, ja, teilt es mir auch gerne mit. Vielleicht sind das ja auch ein paar Details, die mir noch gar nicht aufgefallen sind, jetzt hier auf den ersten Metern. Ja, das Fahrzeug ist jetzt hier bei diesen leicht feuchten Bedingungen doch untersteuernder als gedacht. Aber ja, ich finde es cool, dass Brands Hatch auch eine der Strecken ist, die zurückkehrt. Ich meine, das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass wir jetzt erstmal reichlich Strecken ins Spiel bekommen werden, die Rückkehrerstrecken sind. Strecken sind, die wir schon aus den vergangenen Forza Motorsport-Teilen kennen. Aber wie schon gesagt, das liegt einfach daran, dass sie da auf Grunddaten zurückgreifen können und diese einfach, ja, wenn man so möchte, umbauen müssen für die neue Engine, für die neue Physik. Wobei man dann natürlich auch ganz klar kritisch sagen muss, ist ihr Slogan from the ground up halt dann auch, naja, wieder mal so ein bisschen dahingestellt, weil spätestens bei Spa haben wir ja schon gesehen, dass da viele Assets auch übernommen wurden. Aber insgesamt tut es nichts zur Sache. Ich finde, zumindest mal jetzt hier im Beispiel von Brands Hatch, und das geht es ja auch heute, sieht es qualitativ schon sehr gut aus. Und auch vom Fahren her habe ich jetzt das Gefühl, dass das auch alles funktioniert. Jetzt versuche ich hier mal ein bisschen weiter rauszufahren. Mal gucken. Okay, also das ist jetzt schon ein Cut. Also weiße Linie komplett überqueren ist nicht. Aber ich glaube, ein bisschen weiter raus dürfte man schon fahren. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir den fixen Cut auf die Indie-Variante von Brands Hatch. Ja, und hier auf der Übersichtskarte sehen wir schon, wie viel kürzer eben diese Indie-Variante ist. Und ja, wir sehen auch, das Wetter wird in Großbritannien nicht besser. Ein bisschen Nebel haben wir am Start, aber das gehört alles zur entsprechenden Atmosphäre dazu. Ja, wir nehmen Platz im Alpine. Ich dachte, das ist doch ein schönes kleines Handling-Fahrzeug. Ich glaube, das tut der Strecke ganz gut, beziehungsweise darauf kann man, glaube ich, seinen Spaß haben. Ja, im Großen und Ganzen, also wer jetzt Brands Hatch gar nicht kennt, wie schon gesagt, unterscheidet sich das Ganze hier bei der Indie-Variante einfach dadurch, dass man diesen ganzen hinteren Abschnitt quasi abkürzt. Und genau diese Abkürzung dürfen wir jetzt auch gleich hier schon befahren. Ne, statt jetzt, dass es hier links hochgeht, ja, wo wir die ganze Zeit lang gefahren sind, biegt man jetzt quasi rechts ab und fährt so gesehen direkt wieder zurück auf Startziel. Bei der Grand Prix-Variante würde man von hier hinten kommen. Also in dem her ein, ja, schöner kleiner Kurs und vor allem ein Kurs, der sicherlich für die etwas niedrigeren LI-Stufen, für auch eben klassischere Fahrzeuge, durchaus, glaube ich, eine sehr, sehr spaßige Variante sein kann und, glaube ich, auch eine gute Ergänzung des Streckenfuhrparks ist hier im Spiel. Und um vielleicht, während ich hier so meine Runden drehe, das Thema der Strecken noch ein bisschen auszuweiten. Also ich würde mir jetzt wünschen, dass natürlich in einem guten Rhythmus, also quasi alle ein, zwei Monate wirklich auch Strecken zurückkommen, dass wir da auch wirklich dann irgendwann einen guten Pool an Strecken eben haben. Aber ich würde mir dann halt auch wünschen, dass, wenn dann weitestgehend die wichtigsten Strecken zurückgekehrt sind, dass wir auch wirklich dann mal komplett neue Strecken vielleicht sehen, die wir noch gar nicht in der Forza-Serie gesehen haben. Oder vielleicht welche, die wir schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gesehen haben in einer neuen Interpretation. Ich, großes, ja, Fan. Favorite ist natürlich Fujimi Kaido, ist natürlich eine sehr spezielle Strecke. Aber die jetzt quasi mal in neuer Variante zu sehen, wäre schon cool. Denn da vielleicht zur Erinnerung, Fujimi Kaido war eine Strecke der Xbox 360-Titel. Und natürlich, ja, eine perfekte Strecke fürs Driften. Ich habe ja schon gesagt, wenn dann vielleicht das Drift-Update irgendwann kommt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es kommen wird,
dann wäre das natürlich ja so im Prinzip die beste Strecke, die sie da mit reinbringen können. Aber ja, auch unabhängig davon würde ich es feiern, wenn sie einfach neue, weitere Strecken ja mit reinbringen würden. Gerne auch ja fiktive Strecken, die es so gar nicht gibt. Es muss ja nichts Lizenziertes sein. Ich finde gerade die Nicht-Originalstrecken sind zum Teil sehr, sehr, sehr geil umgesetzt. Das ist auch mit unter anderem eine Stärke von Forza Motorsport. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, was die Zukunft da so bringen wird. Ich meine, Strecken ist auch nur ein Thema von ganz, ganz vielen, die wir hier haben. Ich habe es ja schon gesagt, ich werde auf jeden Fall diesen Monat noch, auch wenn es wahrscheinlich Ende des Monats sein wird, noch ein Halbjahresfazit machen. Und so viel kann ich schon mal verraten, das wird jetzt nicht äußerst positiv ausfallen. Ich habe natürlich zu Release auch ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass die Probleme nicht ganz so schlimm sind und vor allem, dass sie doch deutlich schneller gelöst werden. Aber ich glaube, das kann man schon mal so jetzt an der Stelle verraten, aus meiner persönlichen Sicht, dass die Entwicklung doch schon sehr schleppend vorangeht und wir nach wie vor das Gefühl haben, inmitten einer Early Access zu stecken. Aber wie gesagt, mehr dazu dann in einem separaten Video, wahrscheinlich gegen Ende des Monats. Ja, und ansonsten gibt es hier, glaube ich, auch gar nicht viel mehr zu zeigen auf dem Indie-Kurs. Ist ein cooler, kurzer Kurs, aber ich glaube, viel haben wir dazu nicht mehr zu zeigen und zu sagen. Deswegen hätte ich gesagt, zum Abschluss dieses Videos machen wir noch ein kleines Rennen auf der Grand Prix-Variante eben mit den drei Vatanen. Mal gucken, wie die hier so performen. Ich ahne schon Böses, dass die öfters mal hier im Kies landen. Aber ich vielleicht auch. Also von dem her ist es ja nur durchaus menschlich. Also, bis gleich zum Rennen. Ja, endlich mal etwas besseres Wetter hier auf Brands Hatch. Als hätte ich es nicht selber in der Hand, was für ein Wetter ich einstelle, aber ja, man kann ja mal den Schein wahren. Ja, und da mir McLaren gerade so gut gefallen hat, nehme ich mal Platz im McLaren 720S GT3. Den bin ich tatsächlich bis jetzt noch gar nicht gefahren. Zumindest mal kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich ihn schon mal gefahren hätte hier in Forza Motorsport. Ist ja eines der Carpass-Fahrzeuge und auch das kann man vielleicht noch kurz erwähnen. Der Carpass ist tatsächlich mit Update 7 zu Ende. Oder man muss schon sagen, schon zu Ende. Also ich bin mal sehr gespannt, wie es mit neuen Fahrzeugen so weitergeht. Denn Fahrzeuge, ein weiteres großes Thema von Forza Motorsport, was ja durchaus zu kritisieren ist. Das ist, glaube ich, klar. Ja, wir starten einfach gleich mal rein. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir starten, ehrlich gesagt. Ziemlich, ja, in der Mitte, glaube ich, so wie es ausschaut. Aber ja, in welchem Themengebiet gibt es denn nichts zu kritisieren? Gucken wir mal. Ja, etwas, was sie halt auch ganz... Uiuiui, was sie auch ganz dringend mal anpassen müssen, ist natürlich diese Rennklassen, dass hier einfach gefühlt jede Rennwagenklasse, die ein Dach über den Kopf hat, in diese GT-Klasse gesteckt wird, ist halt auch komplett fail. Aber lassen wir uns davon nicht abhalten. Genauso nicht, dass wir hier mehr Feindkontakt haben, als mir lieb ist. Uiuiui. Dann geht deutlich schneller in die Kurven rein. Aber weiß man das im Vorfeld? Ja, aber die Curves kannst du echt gut mitnehmen. Also, so wie es auch sein muss an den Stellen. Also, da kann man, glaube ich, schon durchaus in zukünftigen Spielstunden seinen Spaß haben auf der Strecke. Und ja, wenn wir es schon von britischen Strecken haben, also was ich jetzt noch ganz cool finden würde, wenn wir jetzt bei britischen Strecken bleiben wollen, wäre auf jeden Fall Donington. Ist auch so eine Strecke, die ich sehr, sehr cool finde und ich glaube, die könnte auch viel Spaß bringen und habe ich es nicht angekündigt, dass sie sich da ablegen werden und das war jetzt echt mit Ansage. Okay.
Aber um das Ganze vielleicht mal auszuweiten, welche Strecken, also welche Real-Life-Strecken, oder von mir aus auch welche fiktiven Strecken, würdest du dir gerne in der Zukunft wünschen? Das kannst du ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie da so die Sachlage ist. Ich meine, was immer wieder genannt wird, ist natürlich Brands Hatch. Brands Hatch, genau. Bathurst. Und da bin ich völlig bei euch. Also Bathurst ist eigentlich schon fast, das muss einfach reinkommen. Über lang oder kurz. Aber es gibt durchaus ja noch andere Strecken, die da durchaus im attraktiven Bereich liegen würden. So jetzt natürlich von Meter zu Meter das Limit ein bisschen mehr zu erhöhen und mich daran zu tasten. Natürlich jetzt hier in den ersten Metern hier in dem Fahrzeug ist es auch gar nicht so einfach, aber kriegen wir schon hin. So, wo kommen wir jetzt hier an dem Trans Am vorbei? Hier rein vielleicht. Riskant, aber möglich. Aber ich finde gerade, um mal den Fokus wieder zurück auf die Strecke zu lenken, gerade so diese Höhenunterschiede sind ganz gut getroffen. Also wenn man das jetzt mit Real-Life-Aufnahmen vergleicht oder von mir aus auch mit ACC, wo ja auch Brands Hatch drin ist als lasergescannte Variante, finde ich, ist es schon so aus dem ersten Blick sehr deckungsgleich. Also ich würde jetzt die Umsetzung schon zu den eher besseren zählen. Aber wie schon gesagt, da kannst auch gerne du deine Meinung in die Kommentare schreiben. Und die vorderen drei Avatare legen hier so auf den ersten Blick auch eine ganz gute Pace an den Tag. Auch wenn ich wahrscheinlich weit genug weg davon bin, irgendwie gerade das absolute Limit zu fahren, aber dazu müssen wir wahrscheinlich auch am Fahrzeug-Setup nochmal ein bisschen was anpassen. Beziehungsweise da liegt bestimmt noch eine Menge Potenzial begraben. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie die drei Avatare ihre Fahrzeuge getuned haben. Aber ja, wir haben wieder mal die typischen Fehler gesehen, dass sie sich selber ablegen, aber wir sehen auch das Phänomen, dass sie eine gute Pace fahren können. Ja, und je mehr ich jetzt hier gerade fahre, desto mehr macht es mir auch wieder Spaß, hier mit dabei zu sein. Und im Großen und Ganzen, unabhängig, was für eine Strecke jetzt hier damit dazugekommen ist, freut es mich, dass einfach die Streckenauswahl dadurch ein weiteres Stück variabler geworden ist und größer geworden ist. Und wie schon gesagt, das kann gerne so weitergehen. Und von mir ist auch gerne die Strecken, die wir schon aus den vergangenen Motorsportteilen kennen. Meine große Hoffnung ist nur, sobald das mal erledigt ist, dass wir dann auch wirklich mal komplett neue Strecken und Umgebungen sehen werden. Das würde mich schon sehr freuen.
Ihr merkt auch schon, ich werde auch schneller und schneller, weil man einfach immer besser die Strecke und das Fahrzeug kennenlernt. Aber gut, das soll's gewesen sein. Wie schon gesagt, gerne Feedback in die Kommentare schreiben. Ich bin raus erstmal an dieser Stelle. Und dann hören wir uns doch hoffentlich ganz bald wieder bei vielleicht einer weiteren klassischen Let's Play-Folge. Denn mit dem Update ist ja auch eine neue Featured-Tour gestartet, beziehungsweise sie startet in den kommenden Tagen. Ich bin raus, mach's gut und bis dann. Ciao!